Liebe Gäste, wir hatten heute ein neues Angebot beim Freer Cup 2015. Und zwar haben drei Mitarbeiterinnen, Kollegen von der Volksbank Global Talent, nämlich Natascha Bernhardt, Inesa Stefner und Anja Wolkensinger, haben in Gruppen 8- bis 12-jährige Kinder von Mitgliedern der Volksbank mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen, haben denen Sachen gezeigt, wo es normalerweise überhaupt nicht hingeht. Zum Beispiel in die Spielerlounge, die ist tabu, die Technik, die ist tabu. Aber wir von der Volksbank haben es möglich gemacht für die Kinder von Mitgliedern. Natascha, erzähl mal ein bisschen, was hat denn den Kiddies so richtig gut gefallen? Waren die geplättet? Also denen hat alles super gut gefallen, wirklich von A bis Z. Die haben die Halle im Prinzip ja kennen, die meisten schon. Da sind wir halt angefangen und dann waren wir wirklich in Bereichen, wie du schon gesagt hast, die halt wirklich noch gar kein Kind gesehen hat. Das fing bei dir unten an, die ganz erstaunt waren, wie groß du eigentlich wirklich bist. Ups, ja, okay. 1,93 nach dem Aufstehen. Sehr groß, genau. Dann ging es weiter ins Tonstudio, was du sagtest. Hier in diesem Filmstudio waren wir natürlich auch. Und was den Kindern super gut gefallen hat, waren die Umkleidekabinen. Aha, okay. Warum sehr interessant, das? Weil die da wahrscheinlich gedacht haben, Wahnsinn. Der Schweiß riecht irgendwie anders. Wahrscheinlich, genau. Und das hat denen super gut gefallen. Und das Top-Event war, glaube ich, wirklich die Spielerlounge. Okay. Mhm. Wie haben die Leute reagiert? Haben die Spieler das gemerkt, dass da jetzt Kiddies kommen zum Gucken oder sowas? War alles Business as usual? Nein, also die Spieler haben super gut mitgemacht, war total toll. Wir konnten die auch direkt ansprechen, wobei das vielen Kindern dann doch echt schwer fiel, weil dann war wirklich Real Life angesagt. Und ja, sie waren total geplättet, dass sie wirklich live vor einem stehen. Und das waren Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Ihr drei habt die praktisch hinter die Kulissen gucken lassen. Es waren relativ knackige Gruppen, 9 bis 10 Kinder. Und die Kinder waren brav und die erzählen wahrscheinlich zu Hause alle, wie cool das war, oder? Gehen wir mal davon aus. Genau. Also die, denke ich, haben super Erlebnis heute gehabt und vielleicht kommen sie sogar das nächste Mal wieder und geben das auch sicherlich weiter, dass das eine ganz tolle Angelegenheit war. Davon gehen wir einfach mal aus. Dankeschön an Natascha Bernhardt, an Inesa Stefner und an Anja Wolkensinger. Ihr habt heute unsere Kinder von unseren Mitgliedern der Volksbank Lübecker Land, ich sag mal in Anführungsstrichen, verarztet. Toll war's. Weitersagen und ich könnte mir vorstellen, im nächsten Jahr machen wir das bestimmt nochmal wieder. Bei so charmanten Gruppenführerin. Dankeschön. Weiter auf dem Court. Danke.